Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet als Erdogan-Pilot für die türkische Regierung. Sein Arbeitsplatz ist das sogenannte Kopfpit. So, dann fahren wir den Karren mal hoch, ne? Jawohl, jetzt machen wir noch einen Augencheck. Left, right, left, right, all right. Schlüter steuert den Erdogan seit 13 Jahren, trotz vieler Pannen mit der mittelalterlichen Ausstattung. Ja gut, also die Karosserie vom Erdogan ist vielleicht ein bisschen dünnhäutig und außerdem brennt er schnell mal eine Sicherung durch. Also vor allem, wenn einer was Provokantes sagt, zum Beispiel so freies Kurdistan oder so. Boah, na toll, jetzt ist er abgesoffen. Wo ist denn jetzt dieses olle Gottesstarthilfekabel? Herr Schlüter, Ihren Job als Erdogan-Pilot stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Ja, schon, aber zwischendurch kann man sich auch gut erholen. Also bei Militärparaden zum Beispiel, ne? Da schalte ich einfach den Autokrat-Pilot ein, leg die Füße hoch und höre ein bisschen Musik. Oh nee, ne? Nicht schon wieder. Mal was ganz anderes, Herr Schlüter. Können Sie überhaupt Türkisch? Nö, kann ich nicht. Aber das macht auch nichts. Hier ist nämlich eine türkische Populismus-Sprachsoftware eingebaut und die übersetzt alles, was ich hier reinspreche. Pass mal auf. Kritische Journalisten. Terroristin. Oppositionelle. Terroristin. Unabhängige Verfassungsrichter. Terroristin. Ja, läuft. Wie steuern Sie denn Erdogan durch die Flüchtlingskrise? Naja, ich habe extra viel Testosteron getankt, ne? Also man muss ja auch Führungsstärke zeigen, gerade gegenüber den Kollegen, ne? Zum Beispiel Gisela Fleischhauer, kennen Sie die? Die steuert die Merkel. So, Gisela, du alte Schnarchnase, ich zeig dir mal, wo es lang geht. Wir machen erstmal ein Handshake-Manöver, ne? Und dann rückwärts einparken auf dem Sessel. Alles klar. Shake, shake, shake. Hallo? Erst Handshake, dann hinsetzen, du olle Punze. Boah, Frau am Steuer, ne? Shake, 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 shake. And disconnect. Very good. Johannes Schlüter, ein deutscher Gastarbeiter in der Türkei, gibt der ganzen Welt eins auf die Mütze.